Für die Fans historischer Flugzeuge, also wirklich historischer Flugzeuge, ist das zurzeit ja alles gar nicht so einfach. Die Auswahl an Tickets für Rundflüge mit den entsprechenden Passagiermaschinen ist in den letzten Monaten auf ein Minimum abgesunken. Da gibt es einfach nicht mehr wahnsinnig viel, weil ziemlich viele von diesen Flugzeugen eben nicht mehr fliegen dürfen oder nicht mehr fliegen können. Dabei sind es vor allem zwei Flugzeuge, die jetzt hier für eine ganze Menge Aufmerksamkeit gesorgt haben. Ist auf der einen Seite die U-52 der Lufthansa Berlin Stiftung, auf der anderen Seite ist das die Super Constellation aus der Schweiz. Und zu diesen beiden Flugzeugen gibt es jetzt neue Infos und was ihr dazu jetzt wissen müsst, das gibt es jetzt hier und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Vorgestern kam vom zuständigen Verein die Nachricht, dass man das dringend benötigte Geld für die Instandsetzung der Schweizer Super Constellation wohl nicht mehr zusammenbekommen wird. Eventuell erinnert ihr euch sogar noch an das Video, das wir zu genau diesem Thema vor mittlerweile schon wieder ein paar Monaten gemacht haben. Da ging es um die im November entdeckten Beanstandungen an dieser Super Constellation, an der letzten für Passagiere überhaupt noch zugelassenen Super Constellation. Um diese Möglichkeit offen zu halten und um diese Zulassung für bis zu 35 Passagiere aufrechterhalten zu können, muss das Flugzeug, das 1955 gebaute Flugzeug übrigens, muss sehr viel schärfere Auflagen erfüllen, sehr viel schärfere Tests durchlaufen, als ein vergleichbares historisches Flugzeug, das eventuell nur zur privaten Bespaßung mal wieder in die Luft gehen soll. Das ging allerdings tatsächlich einige Jahre richtig gut. Mittlerweile ist das schon wieder 15 Jahre her, dass das Flugzeug aus den USA heraus in die Schweiz überführt wurde. Dann gab es immer mal wieder größere Probleme. Hier und da hat mal irgendwas nicht funktioniert, irgendeine Reparatur war etwas aufwendiger, hat nochmal etwas länger gedauert, aber unterm Strich war genau diese Maschine immer mal wieder in regelmäßigen Abständen am Himmel zu sehen. Die Maschine war immer mal wieder auf Flugshows in ganz Europa zu Gast und es wurden immer wieder Rundflüge mit dem Flugzeug angeboten. 2018 verabschiedete sich dann aber der Hauptsponsor Breitling von dem Projekt und die Maschine wurde daraufhin hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden in der Luft gehalten. Ja, und jetzt war allerdings eine größere, eine sehr aufwendige Reparatur, die war jetzt unumgänglich. Die Dauer für diese Reparatur wurde im letzten Jahr auf etwa 4 Jahre geschätzt und die Kosten dafür auf etwa 20 Millionen Schweizer Franken. Das ist eine ganze Menge, das ist eine ganze Menge Geld, die man durch Spenden erst einmal einsammeln muss. Und der Stichtag, den man sich gesetzt hatte als Grenze, um das Geld bis dahin einzusammeln, der ist jetzt mittlerweile auch schon wieder knapp eine Woche her. Das Geld konnte man bis dahin nicht einsammeln. Es zeichnete sich aber auch schon recht zügig in diesem ganzen Prozess ab, dass man die Geldgrenze bis dahin nicht knacken wird. Und im Internet tauchten derweil immer mehr wirklich traurige Bilder von dieser Super Constellation auf, die zeigten, dass die Maschine mittlerweile echt ihren Glanz verloren hat und sich damit auch immer weiter von einem flugfähigen Zustand entfernt. Und nun ist wohl sicher, dass das Flugzeug aus Kostengründen unter der Verantwortung der Super Constellation Flyers Association in der Schweiz nicht mehr in die Luft gehen wird und schon gar nicht für irgendwelche Passagierrundflüge mehr benutzt werden kann. Ja, und das wird höchstwahrscheinlich auch zur Auflösung des Vereins führen, was wirklich schade ist. Wie eben bereits gesagt, zeichnete sich jedoch recht früh ab, dass man die entsprechende Geldgrenze für die Reparatur nicht erreichen wird, was natürlich dafür gesorgt hat, dass man sich schon jetzt Gedanken gemacht hat über den zukünftigen Verbleib des Flugzeuges. Aktuell steht die Maschine noch in Zürich und es kann gut sein, dass das Flugzeug diesen Platz auch nie wieder verlassen wird. Denkbar ist das Abstellen der Maschine in einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereich, ähnlich wie am Münchner Flughafen oder das Umbauen zu einem Restaurant oder was auch immer. Was es am Ende des Tages dann wirklich wird, werden wir in Zukunft sehen. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Ich hoffe aber, dass das eine vernünftige Sache wird und dass das Flugzeug in einem einigermaßen guten Zustand da dann abgestellt wird und dass man sich die Maschine dann auch immer noch anschauen kann. Das wäre schon echt eine schöne Sache. Währenddessen fliegt in den USA auf irgendwelchen Flugshows immer mal wieder noch eine weitere Super Constellation durch die Gegend. Der große Unterschied ist aber, dass diese Maschine nicht für Passagiere zugelassen ist. Da war die Schweizer Super Constellation tatsächlich die letzte von. Ja, und auch das Projekt der Lufthansa, wieder eine Super Constellation in die Luft zu bringen für Passagiere, beziehungsweise einen Lufthansa Starliner wieder in die Luft zu bringen, das darf man mittlerweile wohl auch auf jeden Fall als gescheitert erklären, ist mittlerweile aber auch schon wieder knapp ein Jahr her, dass die Lufthansa dort ihre finanzielle Unterstützung eingestellt hat. Aber wo wir gerade schon bei der Lufthansa sind und einer eingestellten finanziellen Unterstützung, machen wir direkt weiter mit der U-52 der Lufthansa Berlin Stiftung. Dort stellte man ja ebenfalls vor einigen Monaten bereits die finanzielle Unterstützung für die kommerzielle Nutzung des Flugzeuges ein und das war zuletzt jetzt ja tatsächlich die letzte richtige U-52, die man überhaupt noch irgendwo am Himmel sehen konnte.
Das habe ich auch schon so im letzten Video gesagt und das hat für eine ganze Menge Verwirrung gesorgt. Viele von euch hatten mir dann Nachrichten geschrieben oder das in die Kommentare geschrieben, dass sie doch gerade eben erst noch eine Ju-52 hier irgendwo fliegen gesehen haben. Und das stimmt auch, das ist richtig. Allerdings gibt es da eine kleine, aber feine Einschränkung und das wollte ich schnell mal erklären. Und zwar gibt es von der Ju-52 aktuell noch 7 flugfähige Exemplare, beziehungsweise, wenn man es jetzt ganz eng nimmt, sogar nur noch 6, da die Ju-52 der Lufthansa Berlin Stiftung mittlerweile auch nicht mehr in einem flugfähigen Zustand ist. Dann bleiben uns aber noch die beiden Flugzeuge der Schweizer UR, also die Schweiz hat durchaus was zu bieten, wenn es um historische Flugzeuge geht. Die dritte Maschine der UR war ja im Jahr 2018 abgestürzt im August. Und das sind auch tatsächlich richtige Junkers Ju-52. Aber diese beiden Flugzeuge dürfen zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit Passagieren fliegen, beziehungsweise fliegen zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt nicht. Und die UR gibt sich da sehr zuversichtlich. Man wird diese Flugzeuge jetzt auf den neuesten Stand bringen, wird die Maschinen richtig einmal komplett überholen und will sie dann im Frühjahr 2021, also es dauert echt noch ein bisschen, da möchte man dann aber mit entsprechender Zulassung für Passagiere wieder an den Start gehen. Aber bis dahin geht da mit diesen beiden Flugzeugen nichts. Jetzt bekommt diese Fluggesellschaft allerdings noch eine weitere Ju-52 und das ist wohl die Maschine, die hier mit am meisten für Verwirrung gesorgt hat. Das Flugzeug war jetzt nämlich immer mal wieder über dem Ruhrgebiet unterwegs. Die Maschine stand bis zuletzt, meine ich, in Mönchengladbach. Ich weiß nicht, wo sie aktuell stationiert ist oder steht, das kann ich leider nicht sagen. Aber das Flugzeug, das ist keine Original-Ju-52, sondern ein spanischer Lizenzbau. Es wurden nämlich in der späten Phase des Zweiten Weltkrieges und auch noch einige Jahre danach Ju-52 in Lizenz in Spanien gebaut, beim spanischen Flugzeughersteller Casa. Da baute man in dieser Zeit etwa 170 Flugzeuge. Diese Maschinen sind dann auch gerne mal bis zu 20 Jahre jünger als Original Ju-52. Keine Frage, es sind natürlich trotzdem sehr, sehr alte Flugzeuge und historische Maschinen und sicherlich auch sehr wertvolle Flugzeuge. Aber streng genommen ist es eben keine Original Ju-52, auch wenn sie von außen erst einmal so aussieht. Und genauso ist das dann auch mit den 3 jetzt noch übrig bleibenden Maschinen von diesen 6 flugfähigen Exemplaren, die es überhaupt noch gibt. Die eine fliegt in Frankreich, die andere sieht man ab und zu in den USA und dann gibt es noch eine Maschine in Südafrika. Das sind alles spanische Lizenzbauten. Und somit war die Ju-52 der Lufthansa Berlin Stiftung, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo die Maschinen der UR wieder für Passagiere in die Luft kommen. Bis dahin ist diese Lufthansa Ju-52 also die letzte richtige Ju-52 für den Passagierbetrieb gewesen. Jetzt war es das aber also auch mit diesem Flugzeug. Mittlerweile hat man die Maschine, Anfang April hat man das gemacht, da hat man das Flugzeug in Einzelteilen von München nach Hamburg gebracht. Dort befindet sich die Maschine jetzt. Was vielleicht ganz interessant ist, das ist vielen von euch bestimmt schon mal aufgefallen. Die Lufthansa hat ja an Bord ihrer Flugzeuge, so wie wahrscheinlich fast jede andere Fluggesellschaft auch, immer so ein Bordmagazin. Und das wird, soweit ich weiß, jeden Monat geupdatet. Jeden Monat gibt es da ein neues. Und da ist immer so eine Doppelseite reserviert für die Flotte der Lufthansa. Und da sind dann also alle Flugzeuge einmal aufgelistet mit den interessanten entsprechenden technischen Daten. Also da hat jeder Flieger dann so einen kleinen Steckbrief, wo einfach draufsteht, ein A380 ist so und so lang, hat so und so viel Spannweite, ist so und so schwer, wie auch immer. Und auf dieser Doppelseite war immer mit die Ju-52 der Lufthansa Berlin Stiftung drauf, als Teil der Flotte der Lufthansa. Und seit dem neuesten Bordmagazin, seit dem Aprilheft, ist die Ju-52 auf dieser Seite jetzt eben nicht mehr zu finden. Sie ist also laut diesem Magazin zumindest jetzt auch ganz offiziell ausgeflottet, ist nicht mehr Teil der Lufthansa-Flotte. Und das ist schon irgendwie schade, dass das alles in Anführungszeichen jetzt kein so wirklich offizielles Ende hat, sondern dass alles eher so nebenbei passiert ist. Also nicht, dass die Maschine da jetzt nicht mehr ins Magazin gedruckt wird, sondern dass die Ju-52 jetzt nicht mehr als Teil der Lufthansa-Flotte gilt. Ich meine, vielleicht seht ihr das auch anders als ich, aber schreibt da gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Aber erst einmal denke ich, dass man das keinem Geldgeber, sei es jetzt für die Ju-52 der Lufthansa Berlin Stiftung oder bei der Super Constellation, der Super Constellation Flyers Association in der Schweiz, da kann man es keinem Geldgeber über nehmen, da jetzt eben die finanzielle Unterstützung zu kappen. Also, dass hier jetzt nicht mehr Jahr für Jahr Millionen investiert werden, um die Maschine in die Luft zu bekommen, es ist halt so. Gerade die Ju-52 der Lufthansa Berlin Stiftung, die ist mittlerweile über 80 Jahre alt. Das ist absoluter Wahnsinn, dass dieses Flugzeug noch so lange in einem wirklich guten Zustand geflogen ist und dass die Maschine dann auch immer wieder für Passagiere zugänglich gemacht wurde und Passagiere damit sicher transportiert werden konnten. Ich hatte auch schon unter den letzten Videos einige sehr interessante Kommentare von euch bekommen, wo viele über einen Rundflug mit der Ju-52 berichtet haben. Und durch die Bank weg sind da alle absolut begeistert, haben das als sehr, sehr schönes Ereignis in Erinnerung.
Und da kann man doch dankbar und froh darüber sein, dass das überhaupt so lange am Leben gehalten wurde. Also seit 1986, seit die Maschine bei der Lufthansa Berlin Stiftung wieder Rundflüge macht, seitdem hat die Maschine nochmal 250.000 Passagiere in die Luft gebracht und 11.500 Flugstunden absolviert. Das ist absolut beeindruckend. Und damit hat man vor allem in den letzten Jahren ganz sicher kein Geld verdient. Genauso ist es auch mit der Super Constellation in der Schweiz. Auch in diesem Flugzeug steckt wahnsinnig viel Arbeit und Leidenschaft drin. Also unendlich viel Arbeit und Leidenschaft. Aber auch wenn es am Ende des Tages nur in Anführungszeichen eine Frage des Geldes ist, dass dieses Flugzeug wieder für Passagiere zugänglich gemacht wird und mit Passagieren in die Luft gehen kann, irgendwann ist halt Schluss. Geht halt irgendwann nicht mehr, weil irgendwann ist es eine Frage von sehr, sehr viel Geld. Das ist also irgendwo auch schon schwer in Ordnung, was da gerade passiert und auch sehr nachvollziehbar, was da passiert. Dazu gab es ja im Jahr 2018 dann auch noch den Absturz der U-52 der UR in der Schweiz. Dazu gab es dann ja auch im November noch ein sehr krasses Video und das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Ich blende euch das mal kurz ein. Einen finalen Untersuchungsbericht zu diesem Absturz gibt es ja noch nicht, allerdings wurde auch schon im Zwischenbericht im November klargemacht, dass das Flugzeug gewisse Mängel aufwies, die zwar nicht zum Absturz geführt haben, da sind wohl scheinbar noch einige weitere Faktoren zusammengekommen. Allerdings gab es beispielsweise kleine Risse in tiefen Teilen der Struktur des Flugzeuges und das kann man selbstverständlich jetzt nicht 1:1 auf die Maschinen der Lufthansa Berlin Stiftung oder auf die Super Constellation übertragen und hier will man natürlich auch niemandem mangelhafte Arbeit vorwerfen, auf keinen Fall, aber es ist nun mal eine Tatsache, dass es extrem aufwendig ist, solch alte Flugzeuge mit einer Sicherheit in die Luft zu bringen, so wie man das heute von modernen Flugzeugen erwartet. Dieser Aufwand, der ist nun mal so groß, dass man das quasi gar nicht schaffen kann. Und gerade für ein Unternehmen wie die Lufthansa ist das auf der einen Seite natürlich Geld, was die vielleicht haben, was man investieren könnte. Auf der anderen Seite ist es aber vor allem auch ein vermeidbares Risiko. Egal wie groß dieses Risiko jetzt am Ende des Tages ist, es ist ein vermeidbares Risiko. Und es ist auch nachvollziehbar, dass man einfach sagt, wenn wir dieses Risiko vermeiden können, dann lassen wir es halt einfach weg. Weil Geld dafür zu bezahlen, auch noch viel Geld dafür bezahlen, damit man ein Risiko in ein Unternehmen reinbringt, das macht ja keiner, oder? Also von der Seite betrachtet macht es dann irgendwie auch Sinn, diese Unterstützung jetzt irgendwann mal einzustellen. Was dann aber tatsächlich etwas schade ist, ist, dass das jetzt alles so plötzlich und nebenbei zu passieren scheint. Wer weiß, was da alles noch so im Hintergrund läuft, aber für uns jetzt von außen betrachtet, wir sehen diese Super Constellation am Flughafen in Zürich stehen und die rottet da vor sich hin. Es muss doch möglich sein, diesen Flugzeugen einen vernünftigen Abschied bzw. einen vernünftigen Verbleib, einen für die Öffentlichkeit hoffentlich zugänglichen Verbleib zu sichern, oder? Also in diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Schreibt gerne was in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Pullover wie diesen hier gibt es unter den Videos. Und dann bis morgen, lasst es euch gut gehen und tschüss.